Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die häufigsten Fehler von Arbeitnehmern, wenn sie krank sind. Ich habe im Urlaub ein paar Fragen zum Thema Arbeitsunfähigkeit gehabt. Ich weiß nicht, ob wir da vorproduzierte Videos zum Thema veröffentlicht haben oder ob das jetzt Zufall war, weil eigentlich ist ja gerade schönstes Wetter, kann man ja fast nicht krank werden. Jeweils nicht diese typischen Erkältungskrankheiten. Aber ich habe daraus so gelesen, wir müssen noch mal so ein paar Grundsatzfragen klären. Deswegen das Video heute, die häufigsten Fehler des Arbeitnehmers bei der Krankheit. Zunächst mal ist schon die Bezeichnung Krankheit problematisch. Wir reden arbeitsrechtlich gesehen eigentlich von Arbeitsunfähigkeit. Was ist denn der Unterschied? Wenn ich arbeitsunfähig bin, dann ist die Pflicht zur Arbeitsleistung suspendiert. Wenn ich krank bin, dann ist das nicht zwingend der Fall. Es kann sein, dass ich trotzdem arbeiten muss. Das ist also ein Unterschied. Der Arzt erstellt keine Krankheitsbescheinigung, sondern eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Er sagt also, aus gesundheitlichen Gründen, Klammer auf Krankheit, Klammer zu, ist der Arbeitnehmer nicht in der Lage, seine Arbeitsleistung, die geschuldete Arbeitsleistung, zu erbringen. Das ist erstmal ganz wichtig. Das kann also auch, ob man wirklich arbeitsunfähig ist bei einer Krankheit, hängt also unter anderem auch davon ab, was man überhaupt für eine Arbeitsleistung schuldet. Wenn ich einen gebrochenen Finger habe, bin ich vielleicht als Konzertpianist arbeitsunfähig, als Buchhalter vielleicht nicht. Ja? Gut, letztendlich entscheidet das erstmal der Arzt und auf diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann man auch erstmal bauen. Nächstes Problem, wir sind ja bei den häufigsten Fehlern, ist dann das Handling auf Arbeitnehmerseite. Man muss zunächst mal unterscheiden zwischen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und wann man die dem Arbeitgeber bringen muss und der Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Die muss auf jeden Fall unverzüglich erfolgen. Das heißt, wenn im Arbeitsvertrag drin steht, man muss nach spätestens 3 Tagen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Arbeitgeber schicken, heißt das nicht, dass man ihm nicht trotzdem sofort morgens noch vor Arbeitsbeginn, wenn möglich, mitteilen muss, wenn man weiß, dass man nicht arbeiten kann, weil man krank ist. Ja? Also, wer morgens aufwacht um 6 mit Kopfschmerzen, um 9 ist der Arbeitsbeginn, der sollte als erstes den Arbeitgeber informieren, E-Mail schicken und dann, wenn man jemand erreicht, anrufen. Wenn man das jetzt nicht selbst kann, dann sollte man jemand zumindest sagen, dass der das macht. Ja? Also jemand darf mit beauftragen. Das wird auch oft übersehen. Ja? Nur weil Sie selbst totale Migräne haben und sich überhaupt nicht mehr bewegen können, heißt das nicht, dass Sie jetzt nichts tun müssen. Sie können zumindest Ihrem anwesenden Partner sagen, ruf da mal an. Ja? Also alles Zumutbare übernehmen. Wenn man natürlich im Koma im Krankenhaus liegt und keiner weiß da was von nach dem Arbeitsunfall, dann kann einem das nicht zum Nachteil gereichen. Das ist dann kein Problem. Ja? Dann hat man eh andere Sorgen als den Arbeitsplatz. Dann, wir sind immer noch bei den wichtigsten Fehlern, häufigsten Fehlern, die Arbeitnehmer machen, dann, wenn man so auf der Abschlussliste steht im Unternehmen dann, und dann noch krank wird, dann, was ja relativ häufig der Fall ist, dann darf man eben wirklich keine Fehler in der Prozedur machen. Das heißt, unverzügliche Arbeitslosmeldung ist wichtig und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung innerhalb der vorgesehenen Frist, je nachdem gesetzlich 3 Tage im Arbeitsvertrag, manchmal schon nach einem Tag, zum Arbeitgeber. Und das muss man hinterher beweisen können. Das heißt, nicht einfach nur ein Papier, einen Brief eintüten und wegschicken. Und dann kommt es an oder kommt es nicht an. Und kommt es vielleicht einen Tag später an oder 5 Tage später. Sondern ich würde das Ding immer möglichst erstmal einscannen und per Mail schon mal hinschicken. Dann hat der Arbeitgeber zumindest schon mal das so per E-Mail. Ja, und dann kann er immer noch rummeckern, aber dann kann er nicht mehr kündigen oder abmahnen oder irgendwas. Und ansonsten sicherster Weg immer Übergabe, wenn man persönlich das in der Regel bei der Krankheit nicht kann, einfach einen Boten hinschicken. Das kann jeder beliebige Familienangehörige sein, Freund, Bekannte und so weiter. Beim Arbeitgeber Bescheid sagen, ich schicke da Herrn Meier rum, der gibt meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab und den dann Herr Meier dann dahin schicken. Ja, also zusammengefasst nochmal die Fehler. Immer wissen, worum es geht. Also Arbeitsunfähigkeit, nicht Krankheit. Dann unterscheiden zwischen der Arbeitsunfähigkeitsmeldung und der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Arbeitsunfähigkeitsmeldung sofort, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens, wenn es im Arbeitsvertrag nichts drinsteht, nach dem Gesetz spätestens nach 3 Tagen. Und bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung darauf achten, dass man den Zugang beim Arbeitgeber irgendwie beweisen kann. Wenn man sich daran hält, dann hat man erstmal nicht
den Kardinalfehler begangen. Die anderen Dinge, wenn man da irgendwas vielleicht nicht optimal macht, das kann man in der Regel dann noch reparieren. Ach so, einen häufigen Fehler habe ich jetzt vergessen. Was noch häufig passiert, man meldet sich krank und dann postet man zum Beispiel bei Facebook schöne Bilder, wie man irgendwie in der Disco tanzt. Auch wenn das dann Bilder vielleicht von vergangenen Zeiten sind und man die jetzt endlich mal alle hochlädt, weil man nicht wegen der Arbeitsunfähigkeit zu Hause mal Zeit hat, ist das halt sehr gefährlich. Weil wenn der Arbeitgeber einen loswerden will, dann nimmt er das zum Vorwand und sagt, man war doch gar nicht krank und man war doch hier auf den Partys unterwegs. Deswegen das noch als wichtiger Fehler, das nimmt zunehmend an Bedeutung zu, weil wir immer mehr Tätigkeit in den sozialen Netzwerken haben und damit auch Zugriff des Arbeitgebers auf private Dinge und Beweismittel des Arbeitnehmers. Das war's jetzt aber. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.